Bei der Verfolgung der Spur von Spice-Lieferungen kamen wir hinauf zu Nunavut Bay, Kanada, dem geheimen Zentrum von Jean Bisons Frachtimperium. Als junger Mann durchquerte Bison Kanada, um während des Goldrausches 1852 sein Glück zu machen. Als eifriger Prospektor war er sehr umtriebig und wurde von einer Lawine lebendig begraben. Wie durch ein Wunder hielt ihn das Schockfrosten am Leben und 120 Jahre später taute er, dank der globalen Erwärmung, wieder auf. Als Produkt seiner Zeit träumte er davon, den wilden Norden zu zähmen, jeden Fluss zu stauen und sämtliche Bäume zu fällen, der Fortschritt in Form einer Axt. Die Spice-Lieferungen für die Clawgang erwiesen sich als lukrative Möglichkeit, seinen Ein-Mann-Krieg gegen die Natur zu finanzieren. Trotzdem habe ich ein wenig Mitleid mit ihm. Er ist ein ganz normaler Typ von 1850. Damals wäre er ein Held gewesen, aber heute ist er ein Schurke. Wie auch immer, der Mann besitzt mehr Teile von Clockwork als gut für ihn ist. Was ein Technikleihe wie Jean Bison mit den Roboterteilen anfängt, ist mir ein echtes Rätsel. Eigentlich will ich es gar nicht wissen, aber wie immer ist es nur eine Frage der Zeit, wann ich es herausfinden werde. Und damit sind wir irgendwo. Spur zu den Clockwerkteilen. Geh durch die Stadt und hinaus in die Wildnis. Danke, Bente. Damit sind wir irgendwo hier in Kanada. Und da ich jetzt extra mein Headset angemacht habe und so, würde ich sagen, sammeln wir einfach mal. Wir sammeln jetzt mal die Flaschen. Ich hab da Lust drauf. Das Gebiet ist zwar ziemlich groß, aber oh mein Gott. Aber es ist, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, es ist ziemlich übersichtlich. Und deswegen sollte das wirklich nicht so lange dauern. Vor allen Dingen, wenn ich sie jetzt noch gut höre. Oh, cool. Na, Mann. Hier war auf jeden Fall noch eine irgendwo. Ah, hier ist eine. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir wirklich nach ganz oben auf den Berg mussten. Ob da eine war, weiß ich nicht. Ich glaube, da war nur ein Schatz. Oh, komm. Ja, gut. Hier sind sogar zwei. Alter. Ich habe ja jetzt schon 7. Und die Musik gefällt mir ja eigentlich auch. Ziemlich, ja, könnte man so sagen. Nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wo ist die? Da ist die. Ja, das war sehr super. Oh nein. Ich muss hier irgendwo hochkommen. Ah, hier. Ja, die Teile, da muss man sich so hochziehen. Und dann, also, eher runter und dann schießt er sich hoch oder so irgendwie. Ja. Nein, komm. Mein Gott. Mhm. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich muss auch aufpassen. Denn hier kommen Züge, die einen natürlich treffen können. So, wir kommen jetzt da hoch. Von hier ja nicht. Hier war das. Hier können wir einmal hoch. Und vielleicht von hier, wenn wir Glück haben. Da kommt schon ein Zug. Ja, ist in Ordnung. Ups, nein.
So, wie? Das ist ernsthaft noch einer. Och man, vielleicht komme ich von hier auch. Ja, sieht eigentlich gut aus. Ja. Komm, runter mit dir. Komm schon. Oder stirb halt gleich. Ist mir auch recht. Nummer 12. Hier war auch irgendwo eine Bärenhöhle. Da war, glaube ich, auch eine drin. Hier ist auch schon die Höhle. Hier muss ich aufpassen. Oh, sogar zwei. Die sind nicht sehr aggressiv. Ist da noch eine? Scheiße. Okay. Wie gesagt, sehr aggressiv. Aber die kann man... Oh Gott. Ich habe nicht gewusst, dass der so schnell hinter mir her ist. Ich habe eine Spur zu den Clockwerk-Teilen. Geh durch die Stadt und hinaus in die Wildnis. Die kann man sehr gut benutzen, um Gegner auszuschalten. Denn die greifen halt auch... Die greifen alles an. Alles, jeden... den er oder sie sieht. Herr oder Frau Bär. Hm. So, da kommen wir später hin. Kann ich hier... Ich würde sagen, da hinten war nichts, oder? Da unten jetzt welche sind? Ja. Gehört habe ich die nicht. Oh ja. Mhm. Er war schon im Fallen, deswegen hat er nur einen Sprung ausgeführt. Obwohl ich einen Doppelsprung machen wollte. Das war super. Ich glaube, hier geht es nach ganz oben schon. Gucken wir mal. Und hier haben wir tatsächlich keine. Oh Gott. Ey, hier greift er noch alles an, oder? Wo geht's hier hin? Okay, nur eine kleine Abkürzung. Jetzt ist es schon schwerer geworden. Wobei ich halt hier oben... Ich hab den doch geschlagen. Komme ich hier nicht irgendwie aufs Haus? Alter. Oh mein Gott. Jetzt bin ich hier wieder unten. Ja, ich muss da doch irgendwie hier hochkommen. Ich höre hier auch eine. Oh Gott, was war das? Oh mein Gott. Gott, habe ich mich erschrocken. Es war so ein Geräusch, als würde einer auf mich schießen. Ja, wo rennt der hin? Jetzt mal im Ernst, wo rennt der hin? Geht's da? Hä? Na, mir soll's recht sein. Guck mal, hier ist auch noch einer. Und ich muss dahin. Nein. Oh, ich hätte von da doch hochgekonnt. Ja, mach mal so. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Ich sehe bloß... Oh mein Gott, gerade leider nichts. Wir beschleunigen das ein bisschen. Wieso nicht? Ich höre noch eine. Die muss ja aber hier oben sein, oder? Ja. Och, jetzt sind wir auch auf dem Dach. Und da ist die Mission. Wir haben 22. Ich würde halt gerne alle sammeln. Sollte aber auch nicht mehr... Sollte nicht mehr so lange dauern. Ich weiß gerade nicht, was passiert, wenn wir...
in die Scheinwerfer gehen. Gut, wo da? Und da ist auch eine. Noch 7. Also falls ich gleich die letzten so gar nicht finden sollte, falls ich so überhaupt nicht weiß, wo die sein könnten, kann ich ja wieder schneiden. Das ist ja kein Problem. Aber ich habe ein paar Ideen habe ich noch. Also hier drüben müssen ja auf jeden Fall noch welche sein. Gut, hier oben schon mal nichts. Nein. Hier greife ihn an. Er läuft einfach mir hinterher. Nein. Ich glaube, er hat sich umgedreht, oder? Ja. Oh, verdammt. Ich höre hier noch eine. Glaube ich. Erstmal chillen. Lass mal chillen. Oh, guck mal hier. Kann der bitte gehen? Irgendwo muss dein sein, glaube ich. Oder es war die Musik mal wieder. Kann auch sein. Ich hasse das ja, wenn die so einen Ton mit drin hat. Oh Gott, nein. Oh, wir kommen von da. Ja. Nee, hier ist nicht mal eine drauf. Wo ist die denn? Ah. Da ist sie ja. Da ist auch noch eine. Ich höre auch zwei noch hier. Okay, oben ist sie nicht, weil wir da... Ah, da hinten. Kann ich von darüber? Sieht gut aus. Okay. Oh Gott. Nein, ich will da nicht rein. Die letzte zu finden könnte schon sehr schwer sein. Oh, ich hasse dich. Ah, hier kommen wir eigentlich wieder nur auf den Berg rauf. Ah, natürlich kommt auch gerade jetzt der Zug. Eigentlich müsste es mehr auf dieser Seite sein. Wobei da hinten waren so viele. Hier waren ja schon so viele, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich höre sie. Wo ist die? Ah! Oh mein Gott, komm schon. Was weiß ich denn, das, was war... Ja, genau. Kann ich ja wissen, dass da noch was ist, ne? Suchen klingt ganz einfach, aber eine steile Felswand raufzuklettern, das ist was anderes. Du hast Glück.
Bevor Jean Bison hierher kam, war das ein beliebter Treffpunkt für Freikletterer. Einige der alten Kletterhaken sind immer noch vor Ort. Ich springe einfach und drücke zum Einhaken die Kreistaste. Stimmt. Und denk dran, dich zurückzulehnen, bevor du vom Haken springst. Dann kommst du höher hinaus. Danke für den Tipp. Ich werde es versuchen. Ja, das wusste ich schon, logischerweise. Jetzt hätte ich das ja eben nicht machen können. Du Penner, triffst mich jetzt nicht. Gut, wir gehen mal rein und müssen jetzt seine Akten klauen. Jackpot Sly, das ist Jean Bison. Hat mich offenbar nicht reinkommen gehört. Bleib einfach außer Sicht und mach ein Foto von all seinen Zugstrecken. Sie müssten unsere Suche nach seinen Clockwerk-Teilen einschränken. Okay, schon dabei. Hallo, hier Arpeggio. Guten Tag, Mr. Arpeggio. Haben Sie ein wenig Zeit zum Plaudern? Für Sie, mein Freund, natürlich immer. Obwohl, müssen wir über diese schreckliche Sprechanlage reden? Ja, ich kann besser denken, wenn ich meine Beine bewege. Pumpt Blut ins Gehirn. Ja, natürlich. Man muss Blut ins Hirn pumpen. Aber sagen Sie, möchten Sie etwas Dringendes besprechen? Zuerst einmal, kommen Sie immer noch wie vereinbart, um die Nordlichtbatterie zu holen? Ja, wir sind unterwegs. Mein Zeppelin müsste am Ende der Woche eintreffen. Sehr schön. Moment, wann lassen Sie mich einen Blick auf das Clockwerk-Gehirn in Ihren Besitz werfen? Ich würde es Ihnen gerne abkaufen. Wieso? Sie gieriger Troglodyt. Sie haben bereits den Löwenanteil der Teile. Wollen Sie mir wirklich meinen mageren Anteil an diesem Robotvogel nehmen und mich aller meiner irdischen Freuden berauben? Ganz ruhig, Papa. Warum so gereizt? Es ist nur, ich habe einen echten Nutzen für meine Clockwerk-Teile gefunden. Sly, hast du das gehört? Bison hat die Baupläne der Stahlrösser in seinen Preisbarschen versteckt. Geh zu dem Fisch auf dem Kamin und klau die Pläne. Klingt, als würden sie hier... Hervorragend! Nun verschwinde aus der Hütte, bevor du entdeckt wirst. Das wäre fantastisch. Ach, übrigens, sind Sie bereit für den Showdown in Paris? Ja, die Hypno-Wellenlängen des Zeppelins entsprechen den von der Comtesse angegebenen Daten. Und Dimitri hat vor seiner leidigen Verhaftung über seinen Nachtclub fantastische Arbeit geleistet, das Spice zu verteilen. Klingt, als würde nur noch ein wenig Nordlicht-Elektrizität fehlen. Das stimmt, Sir. Iris ist das letzte Stück des Puzzles, das fehlende Glied. Sobald die Batterie an Bord ist, steht der Clawgang nichts mehr im Weg. Paris wird uns gehören. Ja, ja, okay. Also sehen wir uns schätzungsweise am Ende der Woche. Gut, bis dann, Bison. Halten Sie die Ohren steif. Tata! Nach der Analyse von Bisons Dekotechnik schätze ich, dass wir die anderen Preisbarsche über den Kaminsimsen der letzten beiden Hütten finden. Okay, also wir haben jetzt rausgefunden, was die vorhaben. Und zwar Paris einzunehmen. Ja, warum auch immer und wie sie das machen wollen, keine Ahnung. Ich meine, die haben jetzt noch das Hirn, hat der Arpeggio irgendwie, und was er hat, weiß ich gerade gar nicht. Die Leber oder, nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht die Leber, aber... Oh nein. Ja, ich will sie eigentlich mal ausreden lassen. Sonst verpasst man ja die Story, ne? Das wollen wir ja nicht. Die coole Story. Wir mussten jetzt noch in die letzte Hütte. Ich glaube, wir kommen auch von hier nicht ganz. Wir müssen noch kurz darüber und dann kommen wir da auch schon gleich hin.
Da haben wir die Baupläne. Und ich glaube, dann geht's schon richtig zur Sache. Es kommt noch ein spezieller Gast hier in das Gebiet. Der auch hier rumlaufen wird und all sowas. Boah, eigentlich will ich hier alle besiegen. Hey, wie soll ich das machen? Komme ich hier vorne irgendwie schon hoch? Ja, ne? Na. Ja. Ich glaube, ich kann den nicht besiegen. Das war ganz cool, würde ich sagen. Da ist der. Na. Richtig gut. Oh Gott. Na, egal, dann besiege ich kurz alle. Die mit ihren Schaufeln hier. Ach komm. Stirb. Wow, wo hat er den Stein her? Den können wir auch gleich an den Tresor geben. Yay, die Spieldose. Hervorragende Arbeitslei. Das ist der letzte Bauplan. Ich glaube, die Spieldose ist so wie der Wecker, wirft man hin. Nur der Wecker lockt die ja dahin und die Spieldose schläft, lässt sie einschlafen. Steht das hier zufällig? Da, ne? Nö, steht nicht. Was ist das da unten eigentlich für ein Tornado? Bewaffnet mit allen drei Bauplänen sollten wir die Staros-Züge mit Hilfe dieser Satellitenschüssel isolieren und aufspüren können. Zum Berggipfel, was? Sollte nicht lange dauern. Wir haben jetzt gerade 628 Münzen. Vielleicht sollte ich mal mir ein bisschen Zeit nehmen und ein bisschen farmen gehen. Ein bisschen rumlaufen und die Leute bestehlen. Würde ich denn nicht irgendwie ein Video machen? Sondern einfach nur privat für mich. Och, kannst du mal hier auf L1. Da soll man halt nicht nerven. Ah, ich bin doch schon oben. Das ist großartig. Wir haben vollen Zugriff zum GPS-System der Züge. Ist alles auf meinem Computer. Komm zurück zum Unterschlupf. Ich wälze hier ein paar Zahlen und gebe dir und Murray eine kurze Übersicht über den Plan. Dank Slys Einsatz kennen wir nun die Position aller drei der hiesigen Clockwerkteile. Zwei Lungen und ein Magen. Jean Bison hat jedes Teil in den Motor eines seiner Stahlrostzüge eingebaut. Auf diese Weise können die Züge Tag und Nacht fahren. Wir werden den Luxus einzubrechen, während sie im Bahnhof stehen, nicht genießen können. In der Fahrt führt der einzige Weg an Bord durch eine Luke im Dach des Dienstwagens, die dummerweise verschlossen ist. Führt kein Weg dran vorbei. Sammle zuerst das Spice-Gas aus den Ballons über der Stadt und lande dann auf dem Dach des Dienstwagens, um die Schlösser zu sprengen. Sobald der Weg frei ist, folge ich nach und springe in Staros Nummer 1, während es an der Stadt vorbeifährt.
Mit etwas Glück haben wir in ein paar Stunden die erste Clockwerk-Lunge. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Slide 2 Parts. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.